Wenn du eine MPU nicht bestanden hast, musst du die Empfehlungen des Gutachters wirklich beachten. Wenn du durchgefallen bist, steht auf der allerletzten Seite deines Gutachtens im Grunde, dass es zu erwarten ist, dass du wieder XYZ machst, dann ist es negativ. Und darunter stehen dann meistens gutachterliche Empfehlungen. Bei den meisten steht dann auch, dass eine 12-monatige Abstinenz jetzt gemacht werden muss und dass eventuell eine Therapie oder eine Suchthilfe gemacht werden muss. Und viele Leute wissen jetzt nicht genau, was sie wie machen sollten. Also erstmal das negative Gutachten solltest du nicht abgeben. Da gibt es schon andere Videos, wo ich darüber spreche, warum das sehr, sehr dumm ist, wenn du ein Gutachten, was negativ ist, abgibst, weil du dadurch wirklich Probleme in der Zukunft hast. Wenn du es jetzt nicht abgibst, dann ist es ja im Prinzip so, dass du die MPU jetzt nicht geschafft hast, weil der einzelne Gutachter so entschieden hat. Mit den ganzen Empfehlungen auch. Und das hat er entschieden anhand von all dem, was du bei der MPU so erzählt hast. Also wie du die ganzen Fragen des Gutachters beantwortet hast. Und daraus hat er alles zusammengefasst und diesen Entschluss befasst. Das bedeutet, du hast hier zwei Optionen. Entweder du befolgst die ganzen Empfehlungen des Gutachters und gehst dann zur erneuten MPU. Mit dem Glück einfach, die nicht zu verhauen. Aber das liegt nicht an der Abstinenz oder der Suchthilfe, sondern wenn du nicht mehr an dich arbeitest, eine richtige Vorbereitung machst, dich nicht auseinander mit allem setzt, dann wirst du die nächste MPU mit all diesen Empfehlungen auch nicht bestehen. Und dann verstehst du die Welt nicht mehr. Das bedeutet im Prinzip, wenn du jetzt eine Vorbereitung besuchst, eine andere Vorbereitung, und du jetzt zu einer neuen MPU gehst, dann muss der Gutachter wieder neu entscheiden anhand von all dem, was du da erzählst. Und dann kann es sein, dass du in eine ganz andere Hypothese reingesteckt wirst und dann keinen Suchthilfenachweis mehr brauchst oder doch keine 12 Monate Abstinenz. Das bedeutet, die Empfehlungen auf den Gutachten sind im Prinzip nie dingfest. Das heißt, es ist keine absolute Pflicht. Es ist einfach nur eine Empfehlung. Was du letztlich daraus machst, liegt selber komplett zu 100% an dir selber. Nur problematisch, wenn du das Gutachten abgibst, dann ist es in deiner Akte mit drin und dann ist es bei der nächsten MPU schwierig, ohne diese Empfehlungsvoraussetzungen die anzutreten. Wenn du es nicht abgibst, brauchst du einfach nur eine andere Art der Vorbereitung, damit du deine nächste MPU auch ohne diese ganzen Empfehlungen bestehst. Wie das Ganze funktioniert, würde ich dir gerne mal in einem kostenlosen Beratungsgespräch erklären mit mir persönlich. Alles, was du dafür tun musst, ist einmal auf www.sedura-mpu.de zu gehen. Diesen Link dazu findest du hier in dieser Videobeschreibung. Da kannst du dich eintragen und danach rufe ich dich am Telefon zurück und dann erfasse ich erstmal deine ganze jetzige Situation und dann machen wir auch einen Termin aus für ein kostenloses Beratungsgespräch. Das geht über eine Videotelefonie, kostet keinen einzelnen Cent und da werde ich dir genau erklären, wie wir jetzt bei dir das Ganze so drehen, dass du deine nächste MPU auch bestehen wirst, ohne nochmal erneut durchzufallen. Deswegen trag dich ein, das Ganze kostet nichts und wird dir einen extremen Mehrwert geben, damit du verstehst, was du auch in der Vergangenheit falsch gemacht hast. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, dein Dustin Sehnebald. Bei Sedura hat mir am meisten gefallen, die Leute, dass man immer einen Ansprechpartner hatte, dass man nie alleine gelassen wurde und man konnte per WhatsApp schreiben, man hatte sofort eine Antwort bekommen und die Sprechstunden, einfach super.